Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, der für uns gestorben und auferstanden ist, er sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Kinder, liebe Schwestern und Brüder, österliche Grüße aus der Klosterkirche in Schöntal. Ich begrüße euch und Sie alle ganz herzlich zum Gottesdienst zweiter Sonntag der Osterzeit, Weißer Sonntag. Vielerorts, eigentlich wäre es auch bei uns so, würden wir an diesem Sonntag Erstkommunion feiern. Aber aufgrund der aktuellen Lage, Sie kennen es zu Genüge, ist es leider nicht möglich. Liebe Erstkommunion-Kinder, wenn ihr zu Hause zuschaut, dann gelten euch heute ganz besondere Grüße und möchten euch und eure Familien in diesen Gottesdienst ganz besonders einschließen. Und wir drücken beide Daumen, dass wir die Termine vor den Sommerferien halten können und dass ihr diesen Sonntag dann Jesus zum ersten Mal im Brot empfangen dürft und ihm so begegnen dürft. Achter Tag, seit wir Ostern miteinander gefeiert haben, Oktavtag. 8 Tage ist es her, dass wir miteinander gefeiert haben, dass Jesus von den Toten aufersteht. Dieses Ereignis ist nicht nur ein Ereignis des Ostersonntages, sondern dieses Ereignis, das prägt unser ganzes Leben und kann unser ganzes Leben verändern. Gottes Liebe zu uns Menschen geht so weit, dass er seinen eigenen Sohn in den Tod gegeben hat, aber er den auferweckt, unseretwegen zur Vergebung der Sünden. Und so möchte ich sprechen, der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er nehme alles von uns, was uns trennt, voneinander und von ihm, und er führe uns zum ewigen Leben. Gloria in excelsis Deo. Lasset uns bieten. Barmherziger Gott, durch die jährliche Osterfeier erneuerst du den Glauben deines Volkes. Lass uns immer tiefer erkennen, wie heilig das Bad der Taufe ist, das uns gereinigt hat. Wie mächtig dein Geist, aus dem wir wiedergeboren sind, und wie kostbar das Blut, durch das wir erkauft sind. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Lesung aus der Apostelgeschichte. Die Menge derer, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu des Herrn, und reiche Gnade ruhte auf ihnen allen. Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt, denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem ersten Johannesbrief. Schwestern und Brüder, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott gezeugt, und jeder, der den Vater liebt, liebt auch den, der aus ihm gezeugt ist. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote erfüllen. Denn darin besteht die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott gezeugt ist, besiegt die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt besiegt hat, unser Glaube. Wer sonst besiegt die Welt?
außer dem, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Dieser ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus Christus. Er ist nicht nur im Wasser gekommen, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis ablegt, denn der Geist ist die Wahrheit. Wort des lebendigen Gottes. Danke sei Gott. Sohn Gottes
und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Und so haben wir in der Lesung aus der Apostelgeschichte gehört, da könnte man ganz neidisch werden. Ich habe es wieder gedacht, als wir sie gehört haben. Alle waren ein Herz und eine Seele und alle hatten alles gemeinsam. Und alle legten ihren ganzen Besitz vor die Füße der Apostel. Wäre das nicht traumhaft? Aber ich glaube, auf der einen Seite wäre es auch langweilig, wenn wir ständig solche paradiesischen Zustände hätten. Ich glaube, das ist ganz gut, dass wir uns das immer wieder sagen lassen, dass das der Idealfall wäre. Und dass es wichtig ist, dass wir alle, die wir an Gott glauben, die wir zu diesem Christus gehören, uns immer wieder neu auf den Weg machen und versuchen, das in unserem Leben umzusetzen. Boah, das müssen Sie sich mal vorstellen, alles miteinander teilen und alles gemeinsam haben. Keiner hat was für sich. In unserer Zeit ganz in, je höher, je weiter, desto mehr, je mehr, desto besser. Nein, bei uns Christen soll es anders sein. Aber wie kann man sowas schaffen? Wie kann sowas überhaupt gehen? Und dann finde ich schön, dass wir in der zweiten Lesung gehört haben aus dem ersten Johannesbrief. Wenn Sie den mal zu Hause für sich in der Bibel lesen, dieser Brief, der ist voll mit Liebe. Das strotzt sozusagen vor lauter Liebe. Gott hat seinen einzigen Sohn, das muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen, nicht verschont, hat sicher vieles ausgehalten, am Kreuz, als er gestorben ist, das hat aus lauter Liebe zu uns getan, damit wir erlöst sind, dass wir freie Menschen sind und dass der Tod nicht mehr das letzte Wort hat. Wenn man das mal für sich verstanden hat, dann kann man eigentlich gar nicht anders als auch zu lieben und liebevoll und gut miteinander umzugehen, so wie wir es in der Apostelgeschichte gehört haben. Wie gesagt, alles ein sehr hoher Anspruch, an dem man immer wieder arbeiten muss. Aber gut, dass wir es uns immer wieder sagen lassen, gut, dass wir die Richtung haben, in die wir gehen wollen. Dann hat dieser Sonntag nicht nur den Beinamen Weißer Sonntag, sondern er heißt auch Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit, der
Barmherzigkeitssonntag und Sonntag des ungläubigen Thomas. Er ist uns im Evangelium begegnet und ich finde diesen Thomas einfach nur sympathisch. Ja, auch schwierig, was wir letztes Wochenende gefeiert haben. Dass nicht der Tod das letzte Wort hat, sondern dass das Leben siegt. Das letzte Woche schon in der Predigt gesagt, das ist unmöglich was, was man rational erklären kann im Kopf, sondern das ist wirklich was, was man mit dem Herzen verstehen muss, was man nur mit dem Herzen begreifen kann. Und es gibt immer wieder Situationen und Momente in unserem Leben, die uns herausfordern. Und diese Situationen und diese Momente, da geht es uns dann sicher so wie dem ungläubigen Thomas. Ich finde schön, Sonntag der Barmherzigkeit. Dieser Jesus hat ein Leben lang vorgemacht, um was es geht, wie man barmherzig sein kann, wie man barmherzig handeln soll, legt uns das auch ans Herz, so zu sein und so zu leben. Und das, wie gesagt, das können wir, weil wir wissen, dass Gott uns liebt. Und diese Barmherzigkeit, die geht über den Tod hinaus, denn dieser Auferstandene, der ist ja immer noch barmherzig. Ich finde es einfach nur schön, wie er mit diesem Thomas umgeht. Muss man sich mal vorstellen. Ja, der will ja handfeste Zeichen und sagt, wenn ich nicht berühren kann, dann glaube ich nicht. Und dann, 8 Tage später, erscheint dieser Jesus wieder. Und man hat ja dann im zweiten Teil des Evangeliums den Eindruck, er kümmert sich ja jetzt wirklich nur noch um den Thomas. Er sagt so, jawohl, das sind meine Hände, leg deine Hände in meine Seite und sieh, dass ich es wirklich bin. Und legt ihm und uns allen ans Herz, dass das zwar schön ist, dass er jetzt glaubt, weil er sieht, aber dass all die selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Das können wir von diesem Jesus immer wieder lernen. Nicht die Forderung, die Mächtigen, die es eh schon verstanden haben, das sind die Wichtigen, sondern nein, die Schwachen, die zweifeln. Nicht die Gesunden, die sind vorne dort, sondern die Kranken. Nicht die Tollen, die Mächtigen, die Starken, sondern die Ausgegrenzten. Und sind wir mal ehrlich, oft genug haben wir doch das Gefühl, wir gehören eher zu den Zweiteren. Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit. Ich wünsche uns das, dass wir das immer wieder spüren dürfen, dass wir einen liebenden Gott haben, einen barmherzigen Gott. Einen Gott, der uns so annimmt, wie wir sind, der uns versteht mit unseren Ängsten, mit unseren Zweifeln, mit allem, was uns lähmt. Und der dann auch zu uns sagt, hier, sieh, das sind meine Hände und leg deine Hand in meine Wunde, damit du glauben kannst. Sonntag für Sonntag feiern wir miteinander Gottesdienst. Wir hören miteinander auf das Wort Gottes, hören die Geschichten, die uns zu Herzen gehen sollen, an denen wir unser Leben ausrichten sollen. Und wir feiern Eucharistie. Wir feiern Tod und Auferstehung des Herrn. Jesus schenkt sich uns immer wieder neu und wir dürfen ihn empfangen, dass wir in uns haben, dass er uns Kraft gibt. Ich finde es schön und ich finde, wenn dieser Jesus mit diesem Thomas schon so barmherzig umgeht, dann bin ich mir sicher, dass er es mit uns allen mindestens genauso tut. Und wenn das kein Grund zur Freude ist, dann weiß ich auch nicht. Bekennen wir unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, und dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Der Auferstandene tritt auch heute in unsere Mitte. Ihn lasst uns bitten, dass er denen seine Nähe und den Frieden schenkt, für die wir beten. Wir bitten für die Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind und für die vielen, die noch lange unter den Folgen der Krankheit leiden. Für alle, die in den Krankenhäusern um die Gesundheit und das Leben von Erkrankten kämpfen. Jesus, Lebendiger, steh ihnen bei. Wir bitten dich, erhöre uns. Lasst uns beten für alle, die in Politik und Gesellschaft vieles abwägen und schwierige Entscheidungen treffen müssen. Für die Menschen in den ärmsten Ländern, die der Pandemie und ihren Folgen besonders schutzlos ausgeliefert sind. Wir beten für die Kommunionkinder und die Firmlinge, die sich in diesen besonderen Zeiten auf die Sakramente vorbereiten und für ihre Familien. Wir denken an die Paare, die heiraten wollen oder ihr Kind taufen lassen möchten und nach dem richtigen Zeitpunkt suchen. Wir bitten für alle, die lebendige Zeugen des Auferstandenen sind und anderen Menschen Wege zum Glauben eröffnen. Jesus Christus, Lebendiger, steh ihnen bei. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, die an anderen barmherzig handeln, die achtsam sind und wahrnehmen, wo ihre Hilfe gebraucht wird, oder sie einfach nur dabei sein sollten. Jesus Christus, Lebendiger, steh ihnen bei. Wir bitten dich, erhöre uns. Lasst uns beten für alle, die sich im Glauben auch ihren Zweifeln stellen und weitersuchen. Für die Menschen, die nicht glauben können, dass Ostern unser menschliches Leben verändert und weitet. Für alle, die sich an Ostern neu auf diese göttliche Wirklichkeit einlassen. Jesus Christus, Lebendiger, steh ihnen bei. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für die Opfer des Hochwassers in Indonesien und ihre Familien. Für die Menschen, die in diesen Tagen sterben. Für ihre trauernden Angehörigen und für alle, die sie vermissen. Jesus Christus, Lebendiger, steh ihnen bei. Wir bitten dich, erhöre uns. Jesus Christus, wir vertrauen auf deine Nähe und wissen, dass wir durch dich das Leben haben. Wir loben und preisen dich, unseren Herrn und Gott, und durch dich den Vater im Geist. Amen.
schaust deinem Volk durch das Bekenntnis des Glaubens und den Empfang der Taufe neues Leben geschenkt. Nimm die Gaben einer Gläubigen gnädig an und lass uns in dir Seligkeit und ewiges Leben finden. Erbitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, immer und überall zu danken und diese Tage aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leib unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tu dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, Gott, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in der Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, zum Bischof Gebhard und allen Bischöfen
unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihrem Bräutigam, unserem Kirchenpatron, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, dem heiligen Stanislaus und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt. Es wird dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Deshalb dürfen wir voll Vertrauen miteinander und füreinander beten, wie Jesus selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als Jesus von den Toten auferstanden ist und seinen Jüngern erschienen ist, da hat er ihnen den Frieden gewünscht. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, auf das, was wir falsch machen, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Schenke nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Schau mal einander an mit den Augen des Friedens. Nickt man einander zu, so kann Frieden sein, so kann Frieden werden. Friede sei mit euch. Sehen und doch glauben. So spricht der Herr.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, im heiligen Sakrament haben wir den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen. Lass diese österliche Gabe in uns weiterwirken und fruchtbar sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Kinder, liebe Schwestern und Brüder, ich möchte von ganzem Herzen Danke sagen Ihnen und euch an den Bildschirmen fürs Zuschauen, dass wir den Sonntag miteinander gefeiert haben. Aber mein besonders herzlicher Dank gilt auch Schöntal TV, die das immer möglich machen, dass wir bei Ihnen zu Hause landen können. Ich möchte von ganzem Herzen Danke sagen allen, die hier in der Kirche dazu beigetragen haben, dass wir so feierlich und festlich österlich miteinander feiern konnten. Das hat viel Freude gemacht. Danke dafür. Danke möchte ich auch sagen allen, die in unserer Seelsorgeeinheit in den letzten Tagen dafür gesorgt haben, dass die Kar- und die Osterliturgie trotz ausgefallener Gottesdienste spürbar geworden sind. Es ist ja eine große Aufgabe, die Kirche immer wieder umzurichten, immer wieder den Tagen anzupassen. Ich möchte von Herzen allen Danke sagen. Das war ganz großartig und ihr habt es möglich gemacht, dass wir trotzdem Ostern feiern konnten. Und ich sage auch allen Danke, die die Gelegenheit genutzt haben und die Kirchen aufgesucht haben. Sonntag der Barmherzigkeit. Ich wünsche euch und Ihnen heute einen schönen Sonntag der Barmherzigkeit, einen schönen weißen Sonntag. Barmherzigkeit, da steckt für mich auch ganz viel Herz drin. Und was ich auch so faszinierend finde im Evangelium, als dieser Jesus seinen Jüngern erschienen ist und auch nachher dem Thomas, da hat er keine Vorwürfe gemacht. Da hat er nicht gesagt, wieso habt ihr mich hängen lassen die letzten Tage, wieso habt ihr es zugelassen, dass ich am Kreuz ermordet wurde, dass ich gestorben bin, sondern das Erste, was dieser Jesus dann sagt, als er sie sieht, der Friede sei mit euch. Wir können von diesem Jesus immer viel lernen in der Lebens- und in der Glaubensschule. Und vielleicht könnte es ja auch so ein Impuls und ein Anstoß für die nächste Woche sein. Vielleicht gibt es ja irgendjemanden, mit dem wir uns nicht so gut verstehen, wo es vielleicht Ärger gibt, wo es Unfrieden gibt. Vielleicht wäre das auch mal eine Möglichkeit, aufeinander zuzugehen und sich zu versöhnen. Braucht immer einen, der den ersten Schritt tut. Und das muss nicht unbedingt immer der sein, der angeblich schuld ist. Sowieso schwierig, weil das, was wir da mit uns rumtragen, das schadet am meisten uns selber. Und deswegen tut es einfach gut, aufeinander zuzugehen und vielleicht auch zu sagen, der Friede sei mit dir. Und dann, glaube ich, sind wir in einer guten Nachfolge des Auferstandenen, so wie die Täuflinge dann am weißen Sonntag in diesem Gottesdienst, so versuchen wir uns auch zu Herzen zu nehmen, was wir denn lernen können und überschauen können, dass wir die Welt ein bisschen besser machen an dem Ort und an dem Platz, an dem Gott uns gestellt hat. Bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Er segne euch und alle, die ihr im Herzen tragt, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden, Halleluja, Halleluja.